Hallo meine lieben Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zur 7. Folge von der Liebes-WG, die Lüge um ihre Beziehung. Es geht hier um Marie-Sophie. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was hier aufgeklärt wird. Zunächst Werbung, schauen wir uns natürlich hier selbstverständlich an. Kanäle von Jonas Ems und Jonas Röttke unten in der Beschreibung verlinkt. Bei der du zwar nicht athletisch aussiehst, aber ästhetisch riechst. Oh mein Gott. Der Schal hätte nicht sein müssen, ansonsten geil. Fragrances for every mood. So, dann wollen wir mal, ne? Oh. Hi Dirk. Hallo. Ich bin Marie-Sophie. Ja, hi, ich bin die Silvana. Was ist passiert? Geht's dir gut? Ja, er hat ihn doch voll auf den Boden geklatscht. So, wir haben ihn hergezogen, damit der Kopf irgendwie, ich weiß nicht. Georg. Ich bin Marcel. Hallo. Versuche, alle in der WG dazu zu bringen, Georg zu hassen. Dann gewinnst du und erhältst 100.000 Euro. Boah, ob der das macht, mal gucken. So, los geht's. Oh, okay, du hast gerade gesagt, du kennst sie gar nicht. Nein. Also du kennst Marie-Sophie gar nicht. Nein, man... Warte mal, also... Sie ist nicht deine Freundin. Nein, Mann, ich wollte auf diese verkackte Party mit Sonny. Wo ist Sonny? Aber du hast mir doch Marcel Scorpion ins Ohr geflüstert. Du hast mir ja gesagt, du wärst mit ihm zusammen. Sie hat gesagt, sie wäre mit dir zusammen. Warum? Ich muss ganz dringend los. Ja, Bruder, was ist los? Bin ich überhaupt gelandet, Alter? Ja, eine Party ist das nicht. Aber ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Warte mal ganz kurz. Mhm. Hast du irgendwo einen Spiegel für mich? Ich muss nämlich schnell ein Selfie mit einer Klobürste machen und ich schaff's nicht mehr nach Hause zu fahren. Klar. War das, ist das so eine YouTuber-Kooperation oder wie ist das? Ja, klar. Und davon lebe ich. Und da wirst du dann auch bezahlt für oder wie ist das? Geh mal zur Seite. Jetzt pass auf an dich. Jungs! Warte mal. Wahnsinn. Ja, klar bin ich noch hier. Ich wollte sogar gleich noch eine Runde Mary Fuck Kill mit den anderen drehen. So ein bisschen, oh ja, cool. So ein bisschen Content machen und so. Eine Sekunde kurz. Ist mein Management kurz. Unter 500.000 kriegt er keinen Finger. Nur 20.000 finde ich ein bisschen lächerlich. Dafür gehe ich eigentlich nicht. Ja, okay, wenn es sein muss. Na gut, alles klar. Ja, wie es aussieht, muss ich jetzt zum Flughafen schon. Ich fliege heute noch nach Los Angeles, deswegen muss ich leider los. Oh, der feine Herr fliegt nach Los Angeles. Also wie du siehst, wenn du dich damit einfach mal ein bisschen beschäftigst, da kannst du so viel sparen. So, deswegen habe ich dir, also das Thema Steuern ist ja ein bisschen trocken, deswegen habe ich dir ein Buch mitgebracht, Steuern, aber lustig. Das ist sehr lustig mit so Zeichnung und so. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Du kannst ja zum Beispiel einfach mal irgendwo arbeiten, so in einem, für mich wäre es jetzt ein botanischer Garten zum Beispiel. Kann ich arbeiten, ein bisschen Geld verdienen oder... Na, studieren geht ja nicht, du hast ja kein Abi. Doch, ich habe Abitur. Mein Schnitt war sogar 1,1 und ein Stipendium hatte ich eigentlich auch, ja. Und dann geht sie auf den Strich? Okay, sorry, aber... So genau arbeitest du jetzt auf der Straße, ja. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so. Ich muss ja halt irgendwie Geld verdienen, ne? Ja, aber du kannst doch viel mehr Geld verdienen, indem du etwas studierst und dann in dem Bereich vielleicht arbeitest und dann machst du dir vielleicht mehr Spaß und du machst was dich interessiert. Es gibt ja viele verschiedene Studiengänge. Eigentlich hast du schon ein bisschen recht, weil ich interessiere mich sogar für die Natur und so. Ja? Interessiere ich mich auch, ja. Oh. Ja, dann kannst du doch einfach. Ich glaube, das denn geht das hier gerade so. Später einfach ein bisschen das machen, was du liebst und Geld verdienen. Mhm. Und dann musst du nicht auf der Straße arbeiten. So ein Overkill für mein Brain, Alter. Dass jeder Street-Jiggo wüsste, was zu tun. Entwickelt sich allmählich zu einem konventionellen Weichei. Nice. Du musst 100.000 Euro einkischen und... Aber fuck, ey. Georg ist so ein korrekter Dude und ich muss hier diese... Machst du's? Machst du's nicht? Ist er jetzt bei Marie-Sophie oder Marcel? Marie-Sophie? Nicht bitte dreimal. Nicht dreimal, okay. Geh einfach rein. Marie-Sophie. Mach doch die Tür einfach auf. Rein.
Okay, es tut mir leid, ich keine Ahnung, ich konnte das nicht glauben, dass du mit einem YouTuber zusammen bist. Irgendwie hat das alles nicht so echt gewirkt und ich wollte dann irgendwie, keine Ahnung, Bestätigung bekommen. Weißt du, ich habe in meinem Leben immer all das bekommen, was ich wollte. Ich hatte viele Freunde und sie waren auch nur mit mir befreundet, weil ich wirklich viel Geld habe. Und meine Noten waren auch nur gut, weil meine Eltern Einfluss in der Schule hatten. Aber das Einzige, was ich nie hatte, war ein Freund. Weil man sich Liebe in dem Sinne einfach auch nicht erkaufen kann. Das ist absolut richtig. Liebe kann man nicht erzwingen oder kaufen. Liebe kommt und geht. Er steht den Zettel doch nicht neben ihr, wenn er drauf steht. Mit Marie-Sophie zusammen und du bekommst doppelte Punkte. Lies das doch laut vor. Nichts, es war nur... Lies das doch laut vor, Alter. Und dass sie das nicht gehört hat. Weißt du was, ich verstehe dich voll und ganz und... Ich bin für dich da, okay? Oh. Danke. Verdammt. Das Leben in der WG ist eben doch nicht so übel, wie ich gedacht habe. Er fährt an diesem Wochenende, wie es ist, ohne Kaviar aufzustehen. Ich habe Kaviar noch nie probiert. Würde ich aber gern mal. Gedacht habe. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Es sind eben doch nicht alles. Und ich bin wirklich froh darüber, dass Thomas so für mich da ist. Und das Leben in der WG ist so viel schöner, wenn man den Menschen näher kommt und Freundschaften aufbaut. Oh, das ist doch schön gesagt. Aber darum geht es ja auch nicht im Leben. Gibt's das? Oh, jetzt hier, kommt's. Wie fange ich an? Der Georg ist nur aus einem Grund hier in die WG gekommen. Der. Zwillingsbruder Georg. Der will uns alle hier sabotieren und das ganze Geld für sich und. Georg? Was? Georg. Nur aus einem Grund, der will das hier alles. Wir müssen. Du meinst, er würde sonst das Geld kriegen? Genau, der will sich einfach nur das Geld irgendwie holen. Das passt gar nicht zu Georg. Aber. Doch! Doch! Wir müssen doch das machen! So. Ja, wenn er wirklich so drauf ist, es geht gar nicht. Also, das ist. Heraus mit dem! Unsere WG. Raus. Das ist unsere WG. Dann werfen wir ihn raus. Ja. Zusammen. Kommt jetzt. Werfen wir Georg raus. Nein! Georg? Nein, der arme Georg. Ich kann nicht realisieren. Georg und ich, wir waren wie Brüder, Mann. Und jetzt sowas. Aber ihr seid doch Brüder. Ja, sag ich ja. Ja. In Stresssituationen besorgt er es sich normalerweise selbst. So genau wollte ich das jetzt nicht wissen, aber okay. Danke für diese Info. Und dann macht Georg so eine Aktion. Ich bin richtig sauer auf ihn. Stinke sauer auf Georg. Wie kann er das aber glauben? Du, klingt auch komisch. Thomas ist doch der Zwillingsbruder von Georg. Wie kann er denn einem das denn glauben? Er kann doch weiß Gott was erzählen. Ein bisschen nachdenken. Aber halte ich ihn eigentlich so gesehen von den dreien somit auch für den Schlausten mit, obwohl das vielleicht nicht so rüberkommt, aber... So, und dann in diesem Kapitel geht es um Solidaritätszuschlag. Und ich glaube, sie verliebt sich vielleicht so ein bisschen in Georg, das wäre auch nochmal wieder alles durcheinander bringen. Kurz durchgehen, weil das so, Georg, jetzt ist hier Schluss mit lustig. Wir haben alles gehört. Auf der Straße würdest du jetzt auf die Fresse kriegen, Eintracht. Du bist mein Bruder, wie kannst du das tun, uns alle manipulieren? Das ist einfach komplette Scheiße. Nein, er verarscht uns alle nur. Nur das Geld einfach, ne? Das hat er herausgefunden. Ich hab's rausgefunden. Weißt du was? Das ist von der ständigen Schummelei und alles, was du machst. Schummler! Scheiße ist das! Ich hab doch nichts gemacht! Scheiße! Am besten packst du deine Sachen und gehst jetzt direkt. Packst deine Sachen und gehst! Tut mir leid! Raus, Georg! Raus! Justin hat's herausgefunden. Ja, hier mit dem Schummeln! Tut mir leid! Ja, sollte, Der arme Georg. Was ist hier denn jetzt los? Ich wollte doch nur helfen und... Braucht dringend einen Baldriadreh, sonst dreht er durch. Vielleicht solltest du die Brille abnehmen und wieder hier dieser coole Georg werden. Das wäre doch was. Ey, das wäre doch so irgendwie geil, irgendwie hier bei der Liebes-WG, wenn das passieren würde. Und dann sowas. Ich verstehe das alles nicht. Ja, mag ja alles sein, dass ich so close davor bin, die Challenge zu gewinnen, aber... Nirgendwo auf der Straße bekommt man dich auf die Fresse. Das fühlt sich nicht richtig an, ey.
Da können auch keine 100.000 helfen. Das ist einfach alles... Hast du ein gutes Gewissen? Das ist die Frage. Es geht, glaube ich, nicht ums Geld. Natürlich geht's nicht ums Geld. Die WG heißt doch zusammen wohnen, sie verstehen. Okay. Ich find's toll, dass du so stark bist. Ach, das... Und dich so durchsetzen kannst. Nein, ich hab... Klar, wenn Georg sowas macht, dann denke ich, muss man sich da auch schon richtig... Weißt du, was ich mir bei dir gedacht habe? Ich finde, es ist gar nicht schlimm, dass du noch keine Beziehung hattest. So. Also ich finde, ich hab selber davon lange gebraucht und ich glaube... Meinst du? Keine Ahnung, das braucht man gar nicht. Gar nicht unbedingt. Also ich glaube, man muss erst die richtige Person kennenlernen. Ich wurde früher echt oft dafür ausgelacht und habe mir dann einfach ausgedacht, dass ich einen Freund habe. Komm. Wir setzen uns hin. Also, ich glaube, man muss einfach der richtigen Person über den Weg laufen und dann passiert es von ganz alleine. Ja, stimmt schon. Jetzt hol ich nochmal den... Alter, wie dumm kann man bitte sein und die Zelle raus und... Komm mit Marie zusammen und du bekommst doppelte Punkte. Ja, lest das noch so. Hast du gesagt? Ja, gar nicht, ich hab nur... Wie? Wie kann sie das nicht hören? Das sage ich jetzt echt so ein Dauervogel. Das ist doch... Oh, Junge. Oh. Oh. Marie-Sophie? Hm. Ich muss sie etwas fragen. Okay. Wow. So, hopp, hopp! Jetzt. Kannst du mal abhauen jetzt? Sieh zu, dass du rauskommst, wirklich! Ich hätte von dir niemals gedacht, dass du uns alle so hintergehst. Hier hast du nichts zu suchen, ey. Mit deinen Lügen. Ich wollte doch nur helfen. Weißt du, was dir auf der Straße passieren würde? Du mit hier den Lügen und allem. Du willst doch einfach nur für... Jetzt lass kurz. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt warte kurz. Ach du Scheiße, ey. Komm mal alle her! Oh, oh. Das war irgendwie klar. Ich muss euch was sagen. Das war irgendwie klar. Was? Ich darf nach Hause kommen? Ich find's gut, dass wir jetzt streiken und nicht mehr mitmachen. Komm mit Marie-Sophie zusammen und du bekommst doppelte Punkte? Herzlich willkommen zu meiner Kuschelparty! Oh mein Gott, nein! Nein, nicht Kuschelparty! Oh mein Gott! Leute, ich habe schon so viel darüber gelesen. Ich habe ohne Witz schon so viel darüber gelesen. Das mit den Umarmungen, ey! Unterstütze ich voll, was Georg da in der letzten Folge, also in Folge 6 gemacht hat. Unterstütze ich voll. Aber nicht eine Kuschelparty. Ich sag euch eins. Guckt nicht in Zeitungen nach Kuschelpartys in eurer Stadt. Macht es nicht. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Macht es nicht. Ja. Das war Folge 7. Ich freue mich jetzt auf Folge 8. Folge 8 kommt dann entweder morgen oder übermorgen für euch. Ich habe vielleicht sogar eher das Gefühl übermorgen, das heißt nicht morgen. Das heißt, ich schaue jetzt schnell Folge 8, sogar Folge 7 natürlich noch heute, bevor ich an Montag hier auch kommen kann. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Habt noch einen schönen Abend, keine Ahnung, und das bei Dunkelheit. Trinkt einen schönen Tee oder irgendwas anderes Warmes. Vielleicht trinkt ihr auch schon einen heißen Kakao. Oder Punsch oder irgendwie so. Naja. Oh Gott. Ich habe jetzt schon Angst vor der 8. Folge. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns dann übermorgen am Mittwoch wieder zur 8. Folge dann von der Liebes-WG. Und bis dann bleibt mir nur noch zu sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, ciao Fußballfreunde und bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.